Ja, hallo, heute, wie gesagt, das nächste Tool, um eine Auswahl zu tätigen und um Objekte auszuwählen, auszuschneiden, zu kopieren oder freizustellen, wie auch immer. Wie gesagt, wollt ihr den Hintergrund transparent machen, müsst ihr vorher wie immer in den Ebenendialog gehen, mit Rechtsklick und Alpha-Kanal hinzufügen, dass ihr eben den Hintergrund dann eben löschen könnt und er eben transparent ist. Heute machen wir, wie gesagt, die Auswahl nach Farbe. Dort müsst ihr mal schauen, in diese Gruppe müsst ihr rein und dann gehen wir nach Farbe auswählen. Dieser Befehl ist sehr ähnlich dem Zauberstab. Der Unterschied Auswahl nach Farbe ist eben, dass das ganze Bild herangezogen wird von den Farben her und nicht nur aneinanderliegende Farbbereiche. Das heißt, wähle ich jetzt dieses Weiß in diesem Auge aus, wähle es nicht nur diesen Kreis aus mit diesem Weiß, sondern zum Beispiel auch hier drüben das, auch wenn es nicht zusammenhängt, aber es wird ja wie gesagt hier nach Farbe ausgewählt. Gehen wir, nachdem wir das angewählt haben, hier oben in die Werkzeugeinstellungen, haben wir hier verschiedene Möglichkeiten wieder. Das hier oben mit dem Addieren oder Subtrahieren von Auswahlen habe ich ja in den letzten Tutorials schon mal erklärt. Hier haben wir wieder die Möglichkeit mit Kanten glätten und Kanten ausblenden. Das heißt zum Beispiel noch die Rundungen ein bisschen zu verschönern, damit das nicht so abgehackt aussieht. Das kann man hier machen. Hier kann man anwählen, ob auch transparente Bereiche mit zu den Farben zählen und ausgewählt werden können. Haben wir hier jetzt aber nicht, das heißt, brauchen wir auch nicht. Und Vereinigung prüfen braucht man eher dann, wenn man in dem Bild mehrere transparente oder halbtransparente Ebenen hat oder eben den Ebenenmodus nicht auf Normal hat. Das ist aber ja, eher relativ selten. Deswegen kann man das, also man kann es anwählen, muss es aber nicht. Für uns macht es ja jetzt keinen Unterschied. Was relativ wichtig ist, ist hier dieser Wert, der Schwellwert. Das ist ähnlich dann wie auch beim Zauberstab zum Beispiel. Hier wählt man eben die Intensität aus oder die Empfindlichkeit der Auswahl, das heißt das Spektrum der Farbe. Gehe ich zum Beispiel ganz runter und wähle dann hier mal aus, sehe ich, dass ich hier von dem Braun eben nur ein bisschen was auswähle. Gehe ich mal zurück und mache den Schwellwert etwas höher und ich klicke hier rein, sehe ich, dass ich viel mehr ausgewählt habe. Das heißt also, die Schwelle, die Farben auszuwählen, sinkt. Also eigentlich genau umgekehrt, wie man es denkt. Das heißt, umso höher der Wert ist, umso mehr Farben werden eben ausgewählt, also umso mehr ähnliche Farben. Möchte ich jetzt diesen Kopf freistellen? Sehen wir ja hier, dass wir einen sehr gleichmäßigen Hintergrund haben. Das können wir uns ja zunutze machen, indem wir einfach sagen, wir wählen den Hintergrund aus und invertieren dann die Auswahl, wenn ich den Kopf ausschneiden möchte, oder löschen dann den Hintergrund, wenn ich das eben tun möchte. Das heißt, wir gehen nochmal auf Auswahl und nichts. Ich würde jetzt sagen, wir machen den Schwellwert sehr weit runter und können jetzt hier, wie gesagt, den Hintergrund auswählen. Sehen aber, dass es immer noch, da die Hintergrundfarbe ähnlich ist wie mit den Augen hier, das auswählen. Und somit müsste man eben versuchen, das im Prinzip mit Steuerung zum Beispiel abzuwählen oder also mit Steuerung und Linksklick oder wir machen einfach den Schwellwert noch weiter runter und versuchen dann eben den Schwellwert noch zu minimieren, um eben möglichst nur ähnliche Farben auszuwählen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt also, dieses Werkzeug an und für sich ist eben nicht zum Freistellen von allem, sage ich mal, nützlich, da wir eben hier sehr ähnliche Farben haben und somit ist es, wie gesagt, relativ schwierig. So könnte man sagen, hat man jetzt fast die Auswahl und wenn wir jetzt mal auf Entfernen drücken, sehen wir, dass wir eben
das fast komplett freigestellt hat. Das heißt, man könnte jetzt noch weiter versuchen, das auszuwählen, um eben das noch zu perfektionieren, sozusagen noch ein bisschen ranzoomen und schauen, was könnte ich hier noch wegnehmen, wenn ich den Schwellwert noch ein bisschen runtersetze. Eben in der Hoffnung, dass ich eben nicht zu viel auswähle, was dann eben in der Mitte wegfällt. Das ist jetzt eben die Sache ja, mit diesem Auswahl nach Farbe. Also wenn die Farben von Hintergrund und Vordergrund zu ähnlich sind, wird es eben mit diesem Werkzeug schwierig. Deswegen mache ich jetzt gleich mal die Überleitung zum Zauberstab. Was ich dann im nächsten Tutorial erkläre, hier ist es dann eben der Vorteil, dass ich eben nur Bereiche, die aneinander liegen, auswählen kann und somit eben in dem Fall die Augen nicht ausgewählt werden würden, wenn ich den Hintergrund auswähle. Das zeige ich aber gleich mal und wie gesagt, das Video wird jetzt gleich hier vorgeschlagen als nächstes Video.